Der Candiru, ein Süßwasserfisch, wird auch Penisfisch genannt. Wieso? Da gehen wir in German. Achso, da. Bist du drin? Nein, bei mir entert es noch. Okay. Ich refreshe. Ja, jetzt ist weg. Ich hab's noch, aber scheinbar geht's nicht. Gehen wir in Wee Pisse. Was auch immer das heißt. Du bist doch hier Französisch Pro. Ich? Hä, ja. Du bist aber gar nicht drin. Nee. Ich wollte rein, aber dann war es voll. Gehen wir in 700 plus. Plus 700. Schon wieder. Ja. Da sind wieder genau dieselben Leute drin. Es gibt aber keine anderen Spiele. Na gut. Oh, jetzt ist da ein guter drin. Gehen wir raus. Zwei Haze. Gehen wir in Hello World. Hallo Welt, kannst du mich hören? Was? Ja, nix, ich musste die Lochis singen. Kenn ich nicht. Was? Also ja, vom Namen her jetzt schon. Hey, das ist Steckrübe. Und ja, sei gut. Froh, dass du die nicht kennst. Steckrübe ist voll gut. Wobei, der Steckrübe hat, wird uns alle abziehen. Vier, der hat weniger drei, Win als du. Zwei. Eins. Start. Es lädt. Und wir sind wahrscheinlich wieder in der Lobby. Ja. Ich auch. Connection. Heute will's irgendwie nicht. Nee, gehen wir in Karamell. Karamell? Wo denn? Ach, da. Okay, was haben wir noch? 5, 4, 9, 3, 2, 1. Start. Ich bin gelb. Jetzt bin ich türkis. Irgendwie bin ich voll oft türkis, kann das sein? Naja, jetzt bin ich türkis. Ich hätte eigentlich schon längst tot sein müssen, aber okay. Was hat Rot da gemacht? Weiß ich nicht. Rot ist halt voll, der Pro. Orange laggt irgendwie so ein bisschen. Oh, das war natürlich auch dumm von mir. Lina Medina aus Peru bekam ihr erstes Kind im Alter von 6 Jahren. Was? Ja, dann will ich gar nicht den Mann mit wissen, der sie mit 6 Jahren geschwängert hat. Wie geht sowas? Das geht doch gar nicht. Na, irgendwie nicht. Aber anscheinend schon. Scheinbar schon, ja. Oder die Fakten stimmen nicht. Das kann auch sein. Ist das eine seriöse Seite? Nichts als Fakten.de. Was hat Rosa denn da gemacht? Die Seite verspricht schon, dass es nichts als Fakten sind. Und dann muss es stimmen. Ja, vermutlich. Ja, ich hab gewonnen. Wieso? Achso. Ach, du warst türkis. Hab ich dich da abgeschnitten? Eine Toilettenbrille ist in aller Regel hygienischer als ein Spülbecken. Oh ja. Gott! Orange leckt so sehr. Und auch als eine Maus und Tastatur. Ein schwerer Radfahrer rollt schneller den Berg hinunter als ein leichter. Ja, das ist irgendwie logisch. Der Darm eines Menschen ist größer als ein Tennisplatz. Rund 10% aller Kinder glauben, dass Enten gelb sind. Das passiert gewiss nur durch die Sendung mit der Maus. Das könnte sein. Wegen der gelben Ente. Ganz viele Kinder denken wahrscheinlich auch, dass Kühe lila sind. Und weiße Flecken. Ja. Alles wegen Milka. Milka verdummt unsere Kinder. Und die Sendung mit der Maus, die eigentlich das Gegenteil tun sollte. Ja, das war ganz schön dumm von mir. Das ist alles mein Platz hier, Wichser. Pferde und Packesel dürfen sich innerhalb der Stadt, wenn sie in einem Gebäude sind, nur im Erdgeschoss aufhalten. Wieso sollten Pferde überhaupt in einem Gebäude sein? Naja, er kommt da unten nicht durch, das ist alles mein Platz. Hä? Wenn ein Hundefänger einen Hund beschlagnahmt, muss er dies bekannt geben. Dafür muss er an mindestens einem Baum und am Hauptdurchgangsweg des Stadtparks eine Notiz anbringen und diese mindestens drei aufeinanderfolgende Tage hängen lassen. Wieso? D
Das Gesetz erlaubt es nicht, dass sie ihren Staubsauger an ihren neben ihnen wohnenden Nachbarn verleihen. Das ist bestimmt auch eine schwere Straftat. Gleichzusetzen mit dem Elche aus Flugzeugen schubsen. 1624 wurde die Insel Manhattan für etwa 60 Gulden verkauft. Ich glaube, das ist nicht viel. Ich glaube auch. Fuck. Haben wir die Grenze offen? Ja. Mist. Richtungswechsel hat mich getötet. Das Misshandeln von Ratten ist verboten. Na, Ratten sind ja auch Tiere. Das Tragen von Kleidung, die das Geschlecht des Trägers unvorteilhaft erscheinen lässt, ist in der Öffentlichkeit verboten. Tritt man gegen eine Laterne mit einer Quecksilberdampflampe, erlischt diese für bis zu 5 Minuten. Ja, das weiß ich. Haben wir früher mal gemacht. Wir nicht. War mal witzig. Ah, Hilfe, Orange. Ich will nicht, dass Orange in meiner Nähe ist. Ich will seine Nähe nicht. Fuck. Oranges Nähe ist kacke. Orange kacke ist. Toll. Wo soll ich denn jetzt herfahren, ey? Katzen dürfen ohne ein Licht am Schwanz nicht frei herumlaufen. Warum? Weiß ich nicht. Innerhalb der Stadt ist das Pflanzen und das Wachsenlassen von Löwenzahn verboten. Gehen wir weiter nach Connecticut. Die Polizei darf sie anhalten, wenn sie mit einem Motorrad schneller als 65 Meilen fahren. Ja, wieso auch nicht? Die Polizei darf dich auch einfach so anhalten, oder nicht? Ja. Obwohl wir gerade bei Polizei sind. Scheiße. Ich wurde. Scheiße. Nein, ich wurde Montag geblitzt mit dem Fahrrad. Achso, hatte ich geschrieben, ne? Ja. Ja. Aber egal, kann ich für die Zuschauer nochmal sagen. Und das Foto habe ich leider immer noch nicht, weil die Polizei irgendwie nicht antwortet. Vielleicht muss ich einfach eine Straftat begehen, dann kommen die zu mir. Wie ist denn Orange da durchgekommen bei dir? Weiß ich nicht. Der hat die Linie an beiden Seiten berührt. Voll unlogisch. Ist ja eigentlich gut. 1266. Muss ein Druckfehler sein. Ja, wahrscheinlich. Wer bin ich? Vor mir heißt er ist gut. Ja, eigentlich hat das gar nichts zu sagen, aber okay. Irgendwie. Hä? Oh, ich war. Scheiße. Ich war ja gelb. Ich habe nur in der Tabelle geguckt, wo steht Geber. Ach, Türkis. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum du so komisch reagierst. In Berlin gibt es mehr Brücken als in Venedig. Das wusste ich, in Hamburg auch. Das ist echt schlimm mit diesem Farbe vergessen. Dann vergiss die Farbe nicht. Na, guter Plan. Ja, danke. Hey, wer schreibt mir denn bei Skype? Weiß ich nicht. Ich nicht. War das Geräusch irgendwie auf meinen Boxen? Klang irgendwie so. Nee. Okay. Nichts gehört. Gott, wo soll ich hinfahren? Nein! Der schreibt, Orange hat mindestens einen Cheat. Weil er da durchfahren konnte, vermutlich. Nee, weil er laggt. Es ist nicht erlaubt, gebrauchte Rasierklingen wegzuwerfen. Scheiße. Dann bin ich Straftäter. Ja. Aber was sollst du sonst damit machen? Irgendwann hast du einen riesigen Berg von Rasierklingen. Nein, ich bin... Scheiße. Du bist scheiße. Ja, warum bin ich immer in der Mitte drin? Niemand darf einen weißen Stock zum Schlagen benutzen, es sei denn, er ist blind. Die Hochzeit zwischen geistig zurückgebliebenen Personen ist verboten. Warum? Weil da noch eine geistig zurückgebliebene Person entsteht? Könnte sein. Ist voll diskriminierend. Oh, hoppla. In Japan ist die Zahl 4 eine Unglückszahl. Warum? Keine Ahnung. Wieso ist hier die Zahl 13 eine Unglückszahl? Weiß nicht. Was ist ein Palinodrom? Palinodrom?
Oder Palindrom. Palindrom. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es das, dass du irgendwas vorwärts und rückwärts gleich lesen kannst. Also irgendwie Otto oder Anna oder so. Ach so. Oder ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Ja, super, dann steht hier ein super Palindrom. Ein Esel lese nie. Toll. Das ergibt nicht mal Sinn. Der Satz mit dem Neger ist viel länger. Da steht ja nur eins und nicht ein langes. Aber es sollte doch ein super Palindrom sein. Mann. Achso, das war ein ganz normales. Achso, das hast du angefügt. Das super. Achso, ja. Weil es halt irgendwie total dumm war. Nach Sonnenuntergang ist Rückwärtslaufen verboten. Wenn sie. Hä? Wenn sie auf Händen laufen, ist es ihnen verboten, eine Straße zu überqueren. Ja, du kannst mal sehen, das ist ganz schön scheiße. Hunde abrichten ist verboten. Ah, geil. Die Höchstgeschwindigkeit für Feuerwehrfahrzeuge beträgt 25 Meilen, auch im Brandfall. Ja, wir durften leider nicht schneller fahren, jetzt ist ihr Haus leider abgebrannt. Ja, dann haben sie Pech gehabt. Ja. Ist dann halt so, wenn es im Gesetz steht. Wir müssen mal Orange töten. Aha. Let's kill Orange. Irgendwie kann ich nicht tippen. Ich tippe immer auf irgendwelche Buchstaben noch dazwischen. Das war richtig schlau. Schlau. Schwuchtel. Schwuchtel. Du warst so mean. Wir sind richtig böse. Ja. Dabei habe ich eigentlich nicht mal wirklich vor, ihn zu töten. Komm, kesseln wir ihn ein. Oh Mann. Blau wollte mich töten und ich habe ihn getötet. Wichser. Nein, ich will nicht fett sein. Wobei, jetzt kann ich hier langfahren. Hä? Der hat das auch eingesammelt. Was hat er eingesammelt? Ich war bist du überhaupt? Nein, Mist. Aber er hat noch nicht gewonnen. Ja, lass ihn mich mal überholen. Kill, töte jemanden, egal wen. Gute Idee. Ja. Mist, kann niemanden töten. Toll. Nein. Boah. Ja, ich glaube, die wollen auch nein, nicht fett. Nein. Ja. Nein. Verdammt. Na, ich muss hier raus. So. Hat Orange gewonnen? Ich kann gerade nicht auf Punkte gucken. Nein, hat er nicht. Sitt war der Versuch, ein gegenteiliges Wort zu durstig einzuführen. Was? Das wusste ich. Um 1900 gab es hauptberufliche Kunstfurzer. Wieso gab es die? Weiß ich nicht. Töte mal Blau. Ich versuch's. Mist. Es sind einfach zu viele Items da. Ja, jetzt bin ich hier. Die Schuhheitsgröße der Freiheitsstatue ist im deutschen Maßstab etwa 3500. Was? Schuhgröße der Freiheitsstatue. Ja, interessant. Jetzt müssen wir alle auf Orange gehen. Okay. Ich kann sowieso nichts mehr erreichen, also helfe ich dir mal. Ich lasse dir mal Platz. Du musst ihn da mal einkesseln. Aber Gelb will mich irgendwie, glaube ich. Ach, oh Moment, ich dachte, du bist Blau. Ach so. Nee, dann muss ich hier unten. Nein, Blau tötet mich. Ah, wenn Blau einen Punkt macht, hat er eh gewonnen. Glaube ich. Verdammt, also im Moment gewinnt Orange. Ja, ich muss um einen Punkt an ihn rankommen. Also, Orange müsste jetzt sterben und dann muss ich gewinnen. Gibt's noch eine Runde. Ja. Boah, halt durch!
Ja, jetzt muss nur noch ich gewinnen. Das ist ganz schön scheiße, weil... weil du da immer durchkommst. Ja! Glück gehabt. Jawohl. Boah, das knapp. Das war Glück gehabt. Albert Einstein konnte erst im Alter von 3 Jahren sprechen. Ja, und nachher war er voll der Pro. Töte blau und orange. Hauptsächlich orange. Jetzt muss ich an dieses Lied von Schloss Einstein denken. Verdammt, wir haben hier keinen Platz. Nein, ich bin... Fuck! Ich habe 3 Blitze eingesammelt. Jawohl. Boah, das war am Ende noch heftig. Schreibe ich mal sorry rein. Arschbär hat -3. Verdammt. Das Lied von... Fantastic. Lied von Schloss Einstein. Wie ging das noch? Nie geguckt. Irgendwas mit Einstein hatte nur... eine 4 in Mathe und war später mal total genial oder so.